The town of Lindenfels has been around since the 10th century, and over the years it has been part of Baden, then the Palatinate, and ultimately Hessen. The town's coat of arms actually still contains the coat of arms of the Palatinate to this very day. There is, however, some more history to the area, as the Odenwald mountain range is known for being the alleged setting for parts of the famed Nibelungenlied, an epic poem from the Middle Ages. In this poem, the hero Siegfried allegedly not only slays a dragon, but is also later slain himself in the Odenwald region, with multiple sites claiming the title of place where Siegfried was murdered for themselves. The first sign of this mythical history can be encountered when we enter the town from the north. Greeting you there from a majestic pedestal is Lindra, the dragon, who not only guards the entrance to Lindenfels, but also glows during the night, which makes for a fine sight during the dark hours. A little further up the hills, you will find the Bismarck Tower. In the late 19th and early 20th century, many such small towers were constructed throughout the newly unified German Reich to honor its founder, Otto von Bismarck, although there is no sign of him here besides the name. The tower appears to be constantly open, which is a miracle in Germany, and offers a lovely view of the surrounding landscape, including Lindenfels, with its castle ruin. And that down there is the city of Lindenfels itself. You can see the castle. You may be able to see the church, and the German Dragon Museum will be just besides that church. And that's where I'll be heading next. Walking towards the town, you will find even more dragons, such as Voi Draghi here. It was part of a project in town for which many blank dragon statues, such as this one, were sold to companies and other institutions for them to paint and decorate them. The result is a dragon parade, 17 dragon statues placed throughout the town and the adjacent area. After walking down the Nibelungenstraße, once again hinting at the mythical history of this place, and turning right, the town center has been reached. The city administration, museum, church, and the Dragon Museum are located here.
The town museum contains a collection of agricultural tools and other artifacts of the town's history. We'll get back here later, but for now, let's go up towards the castle. So, this is the town hall. And this is the city museum. If you like, you can visit the recreational garden on the way up. Watching over the flowery garden is a silver dragon, who is also guarding the Dragon Rock, a large boulder that slid down from the castle above in 2009. Once you get to the castle, there is, you guessed it, another dragon. This time it is the dragon who was killed by Siegfried, and Siegfried is also included in this ensemble. Many such statues can be found along the Nibelungenstraße in this part of Germany, all depicting different scenes from the Nibelungenlied. So this mountain down there is actually quite interesting, or hill, you know, it's not really a mountain, but I digress. The point is, I have, if you look at it, it kind of looks like a sleeping dragon, doesn't it? I mean, Lindenfels is the dragon city after all. So what makes sense if there were a dragon sleeping here? Here's a picture where the outline of the sleeping dragon is Mark. Can you see him? If you can't see him, don't wake him up. The castle itself has been here at least since the 9th century AD and overlooks the entire area. Curiously enough, although it was occupied by hostile forces many times during its history, it wasn't any enemy army that destroyed it, but the fact that it fell into disuse in the 18th century and was used as a quarry until it was partially restored in the late 19th century.
A notable fact about the castle's history is the so-called Eisengrün Tower, named so after a man who made an attempt on the life of Elector Friedrich IV of the Palatinate. He was sentenced to life imprisonment. The ultimate fate of this Mr. Hans Eisengrün is unknown, but he probably served as the inspiration for an unknown prisoner of Lindenfels Castle, who had been forgotten and released only after a very long time within these walls before subsequently dying from exhaustion on his way home. So here you can see the main tower of the castle, or what's left of it. There used to be more towers, but over the years much of the castle has been destroyed, so there isn't much left of them. There is the gate, and here we have the sleeping dragon again, and there is a city center. You know, we've got Catholic Church here, another church there. Just behind it is the observation tower, which you can see a little. And this little blue house there in front of the church, that's the Dragon Museum. And on there is the way up towards the castle, with a dragon statue right next to the gate. And if you look all the way in the distance there, you probably can't see it, but up on between those two mountains, there's the Bismarck Tower. And now let us enter the highlight of this tour, the Dragon Museum itself.
There's actually more to it than just the inside. If you walk past the museum's own watchful guardian dragons, you enter the Dragon Garden with the Dragon Temple. Both temple and garden are home to many more dragon statues and benches. It is, in fact, a perfect place to sit down and relax while enjoying the view. A bit further and you reach the city tower, which has also been taken over by dragons. From a small metal dragon donation box at the bottom to large banners depicting different types of dragons. And the top of the tower does, of course, once again offer a beautiful view of Lindenfels and the surrounding area. Thank you.
You can get back to the museum by walking past the church and back to the front entrance, or by walking back through the garden and through the back entrance directly into the shop. On this particular day, I was very lucky to have met Mr. Voigtke, the former head of the museum, in the museum itself, and I'm very thankful to him that despite the fact that he was short on time, he still gave me a short tour of the museum for your enjoyment. So without further ado, the museum's inside. Ja, mein Name ist Peter Voigtke. Ich bin der Vorsitzende von einem Verein. Es nennt sich das Deutsche Drachenmuseum. Der Verein ist vor ca. 25 Jahren gegründet worden, um ein Drachenmuseum einzurichten. Und zwar waren die Gründungsmitglieder Leute, die Drachenmotive gesammelt haben und auf die Idee kamen, man könnte ja ein Museum machen. So, das Museum ist allerdings dann erst 2010 eingerichtet. Das heißt, wir sind jetzt 11,5 Jahre dabei. Wo wir uns hier befinden, das ist der kleine Shop, Museumshop, wo auch kleine Andenken erworben werden können. Ja, und jetzt können wir den Rundgang dann weitermachen. Warum wurde dieses Museum hier gerade in Lendenfels errichtet? Ja, das war zufällig gewesen, weil hier dieses Haus zur Verfügung stand. Das Haus musste damals renoviert werden, es war also in sehr schlechtem Zustand. Und hier in Lindenfels sind wir drauf gekommen, man könnte ja, nachdem die Anfrage kam von dem Verein, ein Drachenmuseum einzurichten, dass man das hier machen könnte und über die Schiene Drachenmuseum dann auch Gelder zur Restaurierung des Hauses finden, ja, über verschiedene Stellen, das Land Hessen, Denkmalschutz und Stiftungen und so weiter. Es hat natürlich sehr gut gepasst, dass das Museum hier nach Lindenfels kommt, denn Lindenfels liegt im Nibelungenland. Wir haben hier die Nibelungenstraße. Sie wissen, in dem Nibelungenlied spielt der Drache eine erhebliche Rolle auch. Und wir sind hier auch am Nibelungensteig, der direkt hier am Haus vorbeiführt. Wir haben auch eine Nibelungenquelle, an der angeblich Siegfried durch Hagen getötet worden sein soll. Also es passt eigentlich, dass der Standort dann hier auch tatsächlich ist. Aber an für sich entstanden ist es rein zufällig, dass eben Leute auf uns zugekommen sind, die noch nicht einmal von Lindenfels waren. Mittlerweile ist der Verein erheblich gewachsen. Es waren damals nur 6 oder 7 Leute. Inzwischen sind wir über 160 Mitglieder in dem Verein, die das Museum führen. Ehrenamtlich, muss man dazu sagen. So, hier befinden wir uns im Trauzimmer der Stadt Lindenfels. Das ist sinnigerweise im Drachenmuseum untergebracht. Hier finden eben sehr viele Trauungen statt. Lindenfels ist ja ein bekannter Kurort, auch Trauungen eben von nicht nur von Lindenfelsern, sondern von allen möglichen Leuten aus der Umgebung, die sich hier gerne trauen lassen in diesem historischen Raum. Historisch deswegen, erstens mal ist das Haus historisch. Es ist über 300 Jahre alt, war mal früher Pfarrhaus und das Haus hat eine Familie erworben, wo der Mann Pfarrer war, hier in Lindenfels geboren, war aber zu der Zeit schon sehr hoch gestiegen. Das ist der Herr dort an der gegenüberliegenden Wand, Wilhelm Bauer, der zu der Zeit Hof- und Domprediger in Berlin war. Das ist also um 1870 rum gewesen, wo er dieses Haus für sich und seine Familie als Wohnsitz erworben hat. Die Familie hat dann hier über 3 Generationen gewohnt, gelebt. Die letzte Generation ist kinderlos geblieben und dann ist das Haus an die Stadt gefallen. Und da war es eben schon sehr baufällig gewesen. Ja. Öfter Begrüßungen statt, wenn wir eine größere Gruppe hier durchs Haus führen, dann machen wir das meistens in diesem Raum. Denn an für sich ist unser Drachenmuseum auch, ja, sind verschiedene Räume, die aber alle nicht sehr groß sind, außerdem vollgestellt sind mit Exponaten, mit Vitrinen und so weiter. Hier befinden wir uns im Treppenhaus. Das Treppenhaus ist ausgestattet mit Bildern, das heißt, es sind alles Wappen von Städten in Deutschland und in ganz Europa, die den Drachen halt im Wappen führen. Wir haben
ich glaube, fast alle Länder schon, die hier vertreten sind. In jedem Land gibt es halt Städte, die den Drachen auch im Wappen führen, so wie in anderen Städten der Löwe zum Beispiel oder der Bär in Berlin. Ja. Hier sind das alles Städte mit Drachen im Wappen. Diese Wappen sind uns alle geschenkt worden von den Städten, die wir angeschrieben hatten, die mitbekommen haben, dass wir ein Drachenmuseum hier einrichten. Und da haben wir dann diese Bilder bekommen, zum Teil aber auch Fensterbilder oder Souvenirs, die man hier in der Vitrine sieht, die oft ja bei den Städten sind, wenn sie Besucher empfangen, dass sie schöne Sachen oder Dinge, die eben an die Stadt oder das Land erinnern, dann auch verschenken. Hier zum Beispiel Klagenfurt, das Wappen von Klagenfurt mit dem bekannten Drachenmotiv. Das ist eine große Skulptur, die auf dem Marktplatz in Klagenfurt steht. Viele Städte haben ja auch eben Sagen, die sich um den Drachen ranken, so wie das Nibelungenlied und andere Sagen mit Drachengeschichten. Es gibt drei Haupttypen von Drachen, die wir so kennen. Einmal der Drache Solo, da steht er für die Stärke und Macht einer Stadt oder Region. Das ist zum Beispiel der rote Drache von Wales. Ein sehr bekanntes Motiv ist hier die Stadt Bensheim, zeigt den heiligen Georg, wie er den Drachen tötet. Oder aber aus der Bibel der Erzengel Michael, der das Böse in Form des Drachen in die Tiefe schleudert. Das ist also diese biblische Drachengestalt. Hier an der Wand, das ist ganz nett, das ist von einer Stadt in Tschechien, Trutnov. Hier hat uns der Kindergarten von Trutnov das Drachenmotiv in Form einer Collage geschickt. Und die Kinder sind ganz stolz, dass das jetzt in einem Museum hängt. Der Kindergarten heißt übrigens Dratschek, auf Deutsch dann kleiner Drache. Nicht? Dann, daneben sehen Sie das Wappen und die Kinder haben das als Collage eben gemacht. So, in diesem Raum zeigen wir eigentlich, wie der Mythos Drache weltweit entstanden ist. Den gibt es ja nicht nur in Europa, sondern eben auch besonders in Asien und in vielen anderen Ländern. Eigentlich auf jedem Erdteil gibt es Drachenmotive zu sehen. Hier versuchen wir darzustellen, wie kommt das Bild des Drachen überhaupt zustande. Man hat vor ein paar tausend Jahren schon große Knochen ausgegraben, wo die Gelehrten damals gesagt haben, das wären Drachen gewesen. Es waren natürlich die Saurier. Dahin ist der Tyrannosaurus Rex, der Kopf des Raubsauriers, der in Nordamerika gelebt hat. Immer sehr imposant. Das Drachenbild hat sich natürlich auch an Tieren orientiert, die es heute noch gibt auf der Welt. Zum Beispiel das Krokodil natürlich. Ne? Und zu diesen Tieren, die Komodowarane, da sagt man auch, das wären die letzten Drachen gewesen. Und einen lebendigen Drachen haben wir auch bei uns im Museum. Das ist unser Harry. Das ist eine Bartagame. Normalerweise leben die Tiere in Australien. Und er ist hier bei uns hier im Museum, freut sich immer, wenn viele Besucher da sind, vor allen Dingen auch Kinder, die ihn dann ab und zu mal streicheln dürfen. Vorhin habe ich schon mal kurz erwähnt, das Nibelungenlied. Wir haben hier eine Vitrine, in der wir verschiedene Darstellungen haben aus dem Nibelungenlied. Das ist ein Modell, was am Burgaufgang steht, der Siegfried, der den Drachen tötet. Hier gibt es den Nibelungenring mit der Unendlichschleife der neun Stück Schleifen, kann man sagen, auf dem Ring. Und hier ist eine Faksimile-Ausgabe der ältesten Fassung des Nibelungenliedes. Das ist etwa um 1200 aufgeschrieben worden, wahrscheinlich im Passau. Und das Original liegt zurzeit in Karlsruhe in der Badischen Landesbibliothek. Das ist eine ganz genaue Nachbildung. Jede Seite ist wie das Original. Das können Sie also gar nicht unterscheiden vom Original. Und hier unter ist noch eine Faksimile-Ausgabe. Das ist eine etwas später entstandene, um 1400. Das ist die einzig bebilderte aus dem
Nibelungenlied. Ganz alte Darstellungen finden wir auch in Babylon, in Mesopotamien, in Assur, auf Rollsiegeln, hier haben wir ein Muster liegen, sind Drachendarstellungen schon zu sehen, die also ein paar tausend Jahre alt sind. Und dort in Babylon spielte der Drache auch die Rolle des Bösen bei der Entstehung der Welt. Kampf gut gegen Böse und der Drache war eben das Böse. Dieser Drache aus Babylon, der auf dem Ishtar-Tor zu sehen ist, was sich im Pergamon-Museum befindet, ist dieser Drache der Mushushu genannt. Sieht gar nicht aus wie ein Drache, ist aber einer. Ja. Hier unten sind Drachendarstellungen aus Worms am Rhein. Worms ist ja nicht nur Nibelungenstadt, sondern auch Drachenstadt. Ein Mützenschild der Fischer von Worms, die damals dies beim Fischfang an der Mütze trugen. Zwei Drachen beschützen das Wappen von Worms. Das ist jetzt der Raum Drachen des Ostens. Vom Westen hatte ich ja schon verschiedentlich erzählt. Der Drache ist böse, er wird bekämpft durch den Heiligen Georg, Erzengel Michael oder eben der Siegfried im Nibelungenlied und andere Drachenkämpfer und Drachentöter. In Ostasien ist das Drachenbild natürlich ein ganz anderes, nämlich positiv. Der Drache beschützt den Kaiser, den chinesischen Kaiser. Er beschützt das Haus, die Familie. Deswegen sieht man auf den Häusern ja oft auch Dachreiter stehen, die Drachen darstellen. Zum Beispiel hier dieser große Dachreiter ist sogar einer aus mehreren Drachen bestehend, nämlich drei Stück. Weil man den Drachen verehrt, werden auch eben besonders schöne Sachen hergestellt wird, Schnitzereien zum Beispiel aus Elfenbein, aus Horn. Das ist eine Wunderkugel, sagt man dazu. Außen sind Drachen drauf und innen sind 12 Kugeln, die sich frei drehen, aus einem Stück hergestellt, aus Elfenbein. Aber auch andere Gebrauchsgegenstände, Teeserviese und so weiter. Was aus Drachen ist, ne? Hier sind Cloisonné-Figuren und Gebrauchsgegenstände. Cloisonné ist eine Kombination zwischen Emaille und meistens Golddraht oder auch Messingdraht. Hier sind verschiedene Steine. Jetzt Drachensymbole. Das ist ja zum Beispiel ein Drache kombiniert mit Schildkröte. Beide sind sehr wichtige Tiergestalten in Ostasien. Der Drache, eben das Glückstier, die Schildkröte, ein Tier, was langes Leben hat. Ne? Deswegen diese Kombination. Ja. Das ist ja auch eine sehr schöne Darstellung, und zwar ist das ein Tuch eines Mandarins. Die Mandarine waren die Verwaltungsbeamten in China in der Kaiserzeit, und das Tuch wurde auf einen schwarzen Umhang, Mantel, aufgenäht und zeigte dann den Rang des Beamten an. Ja. Das ist ein Tuch von einem hochstehenden Beamten, nämlich von einem kaiserlichen Beamten. Nur der durfte überhaupt den Drachen zeigen, den kaiserlichen Drachen. Hier sind alle möglichen Gegenstände sind hier zu sehen. Das sind Rauchutensilien. Das ist zum Beispiel da eine Opiumpfeife, die wir natürlich nicht benutzen, wenn Publikum hier ist, sondern höchstens abends, wenn keiner dabei ist. Das chinesische Horoskop ist ja auch bekannt. Das Jahr des Drachen, alle 12 Jahre.
Das letzte Jahr des Drachen war 2012, davor 2000, das nächste wird dann 2024 und dazwischen dann die anderen Tierkreiszeichen, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn und so weiter. Das sind einige alte Gegenstände, Ritualgefäße, Kultgefäße oder auch wieder Glossarnet-Drachen, das ist ein sogenannter Vorhund, auch ein Drachenhund von einem bestimmten Volksstamm in China oder auch Golddraht-Drachen. Hier sind wir so in einem Zwischenraum zwischen Drachen des Ostens und Drachen des Westens. Hier nochmal so einige schöne, besondere Sachen aus China und überhaupt aus Ostasien. Schatulle. Interessant sind auch diese Tabakgefäße, die kleinen, mit Innenglasmalerei. Das heißt, der Drachen, der drauf gemalt ist, der ist nicht von außen aufgemalt, sondern von innen. Das ist auch eine besondere Kunst, ne, mit einem gekröpften Pinsel. Oder hier diese kleinen Figuren, das sind sogenannte Netzkes oder Netsuge geschrieben, stammen aus Japan und sind Verschlussstücke vom Kimono-Beutel. Auch aus verschiedenen Materialien, aus Elfenbein, aus Holz, aus Stein, heutzutage auch viel als Glücksbringer verwendet. Hier sind auch noch einige Dinge aus Ostasien, zum Beispiel da oben die tibetanische Trompete, das sogenannte Kangling, wurde früher aus Menschenknochen sogar hergestellt. Dieses, was wir hier haben, ist es allerdings nicht. Und hier sind schon einige Fantasy-Figuren, genauso wie hier. Das ist ein Metalldrache, der ist hier in Lindenfels von einem Künstler gemacht worden, ein dreiköpfiger Drache. Und das ist ein Beispiel für Mini-Steck. Das sind 21.000 Teile, also größer als Puzzle. Wurde viel verwendet und hat viel Spaß gemacht. In den 70er, 80er Jahren wurde das Mini-Steck viel gemacht, ne? Hier in dieser Vitrine sind einige Drachen unserer Zeit, also Fantasy-Drachen, verschiedene Formen, mehrköpfige und so, feuerspuckende. Ja. Ist auch ein Metalldrache, das ist allerdings jetzt ein Kupferdrache, der kommt aus dem Allgäu von einem Blechkunstkünstler einer Werkstatt aus Hopferau. Das ist jetzt der Raum Drachen des Westens, wie wir genannt haben, also unser Kulturkreis, wo der Drache eben die Rolle des Bösen spielt, was ich vorhin erwähnt habe. Vielfach die Figur des heiligen Georg zu sehen, aus allen möglichen Materialien, hier zum Beispiel Elfenbeinfigur. Das ist eine Leihgabe aus dem Elfenbeinmuseum in Erbach. Oder auch die Figur aus dem Grödnertal, wo die Holzschnitzer zu Hause sind und sehr viele eben Heiligenbilder herstellen. Natürlich darf da der heilige Georg als Drachentöter nicht fehlen, ist klar. Der heilige Georg, der ja wohl in Kappadokien gelebt hat, dort missioniert hat, aber dann ein Märtyrertod letzten Endes gestorben ist und deswegen wurde der später so als Heiliger verklärt. Die Kreuzzügler sind zum Beispiel mit Fahnen des heiligen Georg ins Heilige Land gezogen und haben dort gegen die Heiden halt gekämpft. Ja. Das war also der heilige Georg. Es gibt aber auch Frauen, die den Drachen bezwungen haben. Insbesondere ist es einmal die heilige Margarete. Dann gibt es auch noch die heilige Martha. Und in vielen Kirchen, speziell in katholischen Kirchen, steht die Madonna mit dem Kind auf dem Drachen, auf der Weltkugel. Also sie ist die Herrscherin sozusagen der Welt und Bezwingerin des Drachen und hat hier das Kind auf dem Arm. Es sind einige
interessante Bilder hier von verschiedenen Malern zu sehen. Das ist zum Beispiel hier der August Macke, ein Expressionist gewesen, sehr bekannter Maler. Eine Figur aus Keramik. Oder hier ist ein Bild aus Äthiopien, der St. Georg und der Drache. In Äthiopien waren die ersten christlichen Gemeinden überhaupt. Und der heilige Georg ist da sozusagen der Nationalheilige, kann man sagen. Hier oben ist auch ein ganz besonderes Bild. Das zeigt die heiligen drei Könige, wie sie erstmal im Schlaf hören, dass der Heiland geboren ist. Und dann hat der Zeichner sie auf einem Drachenschiff zur Geburt Christi geschickt. Und zwar stammt das Bild aus Speyer, wo wahrscheinlich der Maler den Leuten schlecht erklären konnte, wie das so in der Wüste ist, mit Wüste und Kamele und so weiter. Deswegen hat er hier die heiligen drei Könige in ein Drachenboot geschickt. Die Drachenboote fuhren auf dem Rhein ja früher, das waren die Wikinger, die ja die Drachenboote hatten mit dem Drachen vorneweg auf dem Bug. Ne? Ja. Wo wir deutsche Porzellanmanufakturen zeigen, also alles Geschirr, Porzellan mit dem Motiv des Drachen aus den verschiedensten eben Manufakturen, wobei die erste und besondere war natürlich die von Meißen, der König hat, der sächsische König hat dieses Motiv als sein Hofgeschirr kreiert. Er wollte ja eigentlich Gold erfinden lassen, Porzellan ist es geworden. Und dann hat er dieses Motiv mit den zwei kämpfenden Hähnen und außen herum die Drachen als sein Hofgeschirr kreiert. In dieser Vitrine zeigen wir einmal so eine schöne Drachenfigur, Dragon Automata, von einem englischen Künstler. Dieser Drache ist also total beweglich, hat eine Kurbelmechanik, kann man also drehen und dann bewegt er sich von Kopf bis Schwanz in allen möglichen Richtungen. So einige andere alte Motive, Wikingerbrötchen als Salzfässer, kommen aus Norwegen. Und hier unten ist Keramik zu sehen, sehr, sehr schöne Keramik aus Königswinter am Rhein. Königswinter liegt ja am Drachenfels und die Künstlerin Veronika Dietz macht eben sehr viel Drachenkeramik, ganz klar. Das sind so Bilder Drachen der Technik. Gibt es natürlich auch, da gibt es eine Automobilfabrik, gab es in Aachen, die nannte sich Fafnir nach dem Drachen im Nibelungenlied. Das ist die Lokomotive in Kassel, die erste, die da gebaut wurde, die Drache genannt wurde, weil sie fauchend und zischend durch die Gegend fuhr. Und heute fliegt der Raumtransporter Dragon zur Raumstation ISS. Und unten ist noch eine Brücke aus Recklinghausen. Drachenbrücken gibt es also einige. Hier fliegt der Drache über Lindenfels. Der Maler, der das gemalt hat, war wahrscheinlich der Einzige, der das erlebt hat, wie das so war. Ja. Das ist auch ein Motiv, das ist unser Museum mit dem Drachen. Das ist ein Ausschnitt aus einem Teppich, aus einem Kloster in Wienhausen, das bei Celle, aus der Sage Tristan und Isolde, und da tötet der Tristan den Drachen. Das ist also ein Teil aus diesem Teppich, ist nachgewebt nach dem Original Drachenstich. Hier sind auch noch einige wichtige Maler mit Drachenmotiven. Leonardo da Vinci, Kampf zwischen Drachen und Löwen, oder hier der Drachentöter von Karl Spitzweg. Und der Lindwurm von Albrecht Dürer. Verschiedene kleine Drachen aus Glas, Keramik. Die Glasdrachen sind aus Murano, aus dem Bayerischen Wald oder auch aus Lauscha in Thüringen. Eine Tellerserie.
diesem Raum zeigen wir auch, dass es Drachenmotive in anderen Erdteilen gibt, wie Afrika, Amerika, Australien. Und hier drunter in den zwei Vitrinen sind lauter Münzen zu sehen, aus den verschiedensten Ländern. Meistens werden die Münzen geprägt, wenn Jahr des Drachen zum Beispiel ansteht. Natürlich gibt es Länder, wo besonders viele Asiaten leben und da gibt es dann die Sondermünzen, aber auch Sonderbriefmarken haben wir ja auch hier einige zu sehen. Das ist unsere Schiffsvitrine, also alles Schiffe mit Drachen aus Afrika, aus China, Japan oder auch das ist aus Japan, ja, aus Horn oder das Schiff aus Legosteinen gebaut. Hier zeigen wir immer eine Auswahl von Büchern. Es gibt sehr viel Drachenliteratur. Zurzeit ist hier gerade eine Auswahl von Kinderbüchern zu sehen, auch so bekannte, die es im Moment ganz aktuell sind. Grisou oder Drachenzähm leicht gemacht und so weiter. Da hängt eine Marionette, die stammt aus der Augsburger Puppenkiste. Die Frau Malzahn stellt sie dar. Und in dieser Vitrine ist Schmuck zu sehen, verschiedener Drachenschmuck. Ja, das ist die Schatulle, eine Schatulle, die stammt aus Japan. Die gehörte mal einem Familienvater, der seinen Schmuck und sein Geld in dieser Schatulle versteckt hielt und die ist so gewölbt, die hat er nämlich unter dem Kopfkissen liegen und da lag dann sein Kopf drauf, ne? Damit es keiner klaut. Im Treppenhaus sind noch weitere Drachenwappen zu sehen aus allen möglichen Ländern. Oder hier auch Fantasy-Figuren, sehr schöne Figuren. Hier vor unserem Kinder- und Jugendraum steht der Drache Sigi. Der ist gemacht worden von einem hiesigen Künstler nach einer kleinen Drachenfigur, die unten die Kinder als Belohnung erhalten, wenn sie ein Suchspiel gemacht haben. Und er hat das jetzt in Kupfer gemacht. Die Bilder zeigen hier verschiedene Drachendarstellungen. Die kommen alle von einer Schule aus Rumänien, aus Tagamures. Die Lehrerin hatte den Kindern mal gesagt, malt mal was zum Thema Drachen und schickt es nach Lindenfels. Die haben wir hier schon seit einigen Jahren jetzt aufgehängt. Das ist, ja. Genauso alt ist das Bild des Drachens. Das ist jetzt unser Raum für Kinder und Jugendliche, aber auch zur Information. Wir haben hier immer einen Film laufen, die Entstehung des Drachenmythos zeigt in etwa. Orientiert sich eben an Tieren, die es eben heute noch gibt, was ich unten schon mal gesagt habe, und ist immer ganz informativ. Hier sitzen oft so Eltern und mit Großeltern und oder Kinder, ne? Können hier in eine Drachenhöhle kriechen. In der Drachenhöhle sind Plüschtiere und ist Schwarzlicht drin. Da wird oft mal ganz schön getobt. Was wir hier auch haben, sind kleine Ärgerchen, wo die Kinder auch malen und basteln können. Wir haben auch eine Kindergruppe hier immer gehabt, bisher, jetzt in der Corona-Zeit weniger, die hier gemalt und gebastelt haben. Das sind so einige Bilder, die dann, aber auch von Besuchern sind diese Bilder dann oft gemalt. Es liegt ja immer Papier und Buntstifte parat.
Das ist jetzt hier der Raum, in dem wir einige Sachen noch aus der Familie, was ich vorhin schon erzählte, im Trauzimmer von der Familie Bauer, Bauer de Betatz. Wir haben einige Möbel hier und Bilder hier und Urkunden, aber auch vermengt mit Drachenvitrinen. Hier zum Beispiel ist eine Drachenvitrine. Und wir haben hier in dem Raum auch immer Sonderausstellungen. Zurzeit ist hier eine Sonderausstellung von Bildern von 12 Künstlerinnen und Künstlern, die zum Thema Drachen und Corona gemalt haben. Die Ausstellung haben wir erst vor 4 Wochen eröffnet und die läuft aber jetzt noch bis Oktober. Auch einige Münzen bzw. Medaillen, und das sind Keramikdrachen, die hat eine Schulklasse vor einigen Jahren gemacht und uns zur Verfügung gestellt. Auch hier sind verschiedene Drachen zu sehen. Meistens Kinderdrachen, Spielzeug. Aber auch hier ist eine Darstellung. Fuhr der Drachenstich ist ja eine bekannte Veranstaltung, das größte und älteste Volksschauspiel in Deutschland, Furt im Wald, wo der Drache eine wichtige Rolle spielt, mit einem großen Drachen, der dann auf der Freilichtbühne dann die Leute beeindruckt. Auf dieser Seite ist jetzt, sind noch Bilder zu sehen von der Ausstellung, die jetzt gerade läuft. Wie gesagt, sind 12 Künstler, die meisten haben uns zwei Bilder zur Ausstellung zur Verfügung gestellt. Sonderausstellungen sind immer ein fester Bestandteil unseres Museums. Und hier an dieser Wand ist zur Geschichte des Hauses bzw. der Familie, die hier über 3 Generationen gelebt hat, noch einiges zu sehen. Das ist der Wilhelm Bauer, der Hof- und Domprediger in Berlin gewesen ist, unter Kaiser Wilhelm I. Zusammen mit seiner Frau ist er da zu sehen und mit einigen Urkunden aus der Zeit, in der er auch für Lindenfels zusammen mit seiner Frau sehr viel geleistet hat. Die haben hier das erste Krankenhaus finanziert, Kindergarten finanziert und auch ein Haus für verarmte Frauen. Für uns also eine sehr wichtige Familie. So, wir können vielleicht mal. Das ist jetzt hier ein Raum, der zwischen unserem Museumsshop und dem Café liegt. Hier ist ja angegliedert noch ein kleines Café, wird aber nicht von uns betrieben, sondern privat betrieben, das sogenannte Altstadtcafé. Wenn man hier durchgeht, dann kommt man in diesen Raum auch. Hier sind besonders für Kinder interessant diese 3 Dioramen. Die zeigen einmal hier die Fantasy-Drachen in der Landschaft. Hier sind die Drachen des Ostens, also ich sage mal China und Japan und so weiter. Und das dritte Diorama zeigt dann mittelalterliche Drachen oder auch den Nibelungendrachen. Man sieht die Höhle mit dem Gold, was der Drache bewacht, und der Siegfried erschlägt den Drachen. Hier an den Wänden sind noch einige Drachendarstellungen als Figuren in der Vitrine oder dieses Rollbild. Das ist ein sogenanntes Kagehiku, wird in Japan meistens aufgehängt zur Begrüßung von Freunden oder besonderen Gästen. Das sind Brokat-Stickereien aus China, ganz feine Stickerei, also Goldbrokat ist das, ja, sieht man ja. Und hier unten sind Drachen, Stühle, Möbel, eben alles geschnitzt mit Drachen, sowohl aus ein alter Stuhl, das ist dieser hier, noch älter, sage ich mal, alt sind sie beide, aber dieser dürfte so aus dem 17. Jahrhundert stammen und dieser aus dem Ende 19. Jahrhundert. Eine Buddha-Figur,
Der Buddha steht auch auf zwei Drachen. Buddha sieht man sehr oft in Verbindung mit den Drachen. Und hier oben ist dieser 10 Meter lange Drache, der bei unserem Drachenfest, was wir jedes Jahr normalerweise feiern, immer am 1. Juli-Wochenende, da können dann Kinder mit durch den Ort gehen, da sind so Stangen dran und dann gehen die so tanzend mit diesem Drachen durch den Ort. Ja, das war so ein kurzer Rundgang durch das Deutsche Drachenmuseum in Lindenfels im Odenwald. Vielen Dank. Of course, we didn't show or tell you all about the museum, so if you want to see more unique dragon artifacts, discover what they found when they opened this mysterious chest, and learn more about the amazing history of the house's previous owners, you should most definitely visit Lindenfels yourself. But don't take it from me. Here are some other people who also visit the Dragon Museum on the same day. Also, wie hat Ihnen das Museum denn gefallen? Also, wir fanden das sehr gut. Wir fanden es sehr interessant zu sehen, wie Drachen in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen Zeiten dargestellt worden sind. Und das Durcheinander von verschiedenen Exponaten, das fanden wir echt ganz cool. Ich fand es besonders beeindruckend, dass die so verschieden dargestellt wurden. Also, dass sie in Kulturen so böse waren und in anderen Kulturen so gut. Und das fand ich schön. Und Sie würden es weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall. Es waren sehr schöne Sachen und es war sehr interessant. Klar, vielen Dank. Und wie hat Ihnen das Museum gefallen? Ich fand es sehr schön mit den ganzen Drachen, weil es auch so eine Spielecke gab und es eine schöne Ausstellung ist. Also ich kann die Aussagen meiner Enkelin nur unterstreichen. Ich fand es auch sehr schön. Ich bin zum ersten Mal heute hier und bin beeindruckt, was Sie hier alles an Exponaten zusammengetragen haben. Sehr vielfältig und ich hoffe, dass Sie das weiterhin machen können, denn es ist eine einmalige Sache auch für die Öffentlichkeit. Wie hat Ihnen das Museum gefallen? Also wirklich gut, muss ich sagen. Es ist ja das einzige Drachenmuseum, was wir in Deutschland haben und man kann wirklich schön diesen Unterschied zwischen europäischen Drachen und den asiatischen Drachen sehen und versteht endlich mal diesen Zusammenhang auch in Drachen und wird auch einem die Mythologie der Drachen auch sehr gut bewusst. Wir haben hier in der Burgstraße, in der Zehnscheuer am Rathaus, das Lindenfelser Museum. Das sind alte Traditionen, Handwerk, Lindenfels als Kurort, wie das Handwerk früher war, wie die bäuerliche Familie gelebt hat, welche Handwerker hier vor Ort waren. Das ist sehr interessant anzusehen. Das ist über 30 Jahre alt und wird auch ehrenamtlich gepflegt. Und ich kann es nur empfehlen, es ist geöffnet sonntags in der Zeit von 2 bis 17 Uhr, von 14 bis 17 Uhr. If you visit Lindenfels, there are also other things to do in the area. Ja, man kann Führungen buchen jederzeit, also auch Klassen und Gruppen. Sie können hier eine Stadtführung bekommen. Die Burg Lindenfels ist interessant. Da gibt es ja den Infopunkt, der demnächst auch zur Verfügung steht. Und viele Wandergruppen laufen halt hier durch, weil der Nibelungensteig hier direkt durchgeht und andere Wanderwege, auch Rundwanderwege. Wir haben einen Premium-Wanderweg rund um Lindenfels, der Li 6. Also in der Richtung viel Natur, Kultur und schöne Luft. Sehr gut. And in addition to that, there are of course also the Bismarck Tower and this enormous river of boulders on a nearby mountainside. The museum itself is once again located in the city center of Lindenfels in the German state of Hessen and is open every Saturday and Sunday from 2 to 5 p.m. The personnel is very friendly and helpful, and there is an English guidebook you will receive if you do not speak German. With that, I thank the town of Lindenfels, the Dragon Museum, the people who kindly stated their opinion on the museum, and of course, Mr. Peter C. Voigtke and Mr. and Mrs. Reinhold and Regina Richter. And thank you very much for watching.